Ja, hallo, werte Schülerinnen und Schüler. Wir haben ja manchmal das Problem, dass wir mit dem Taschenrechner 0 rausbekommen, weil der auf Fixpunkt gesetzt ist. Und in der Elektrotechnik haben wir manchmal wirklich kleine Größen wie 10 hoch minus 19, 10 hoch minus 12 und so weiter. Und deswegen möchte ich kurz herzeigen, wie man den Taschenrechner umstellt, sodass ihr das selber erledigen könnt. Das ist das Modell, mit dem wir uns beschäftigen. Dieser Casio, aufgedreht. Normalerweise, ja, also bei mir steht da oben signed, ist Zi, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel rechne, 12 dividiert durch 100.000, was ist 100.000? Sagen 100.000, kommt raus 1,2 mal 10 hoch minus 4. Okay? Das ist die Darstellung, so wie wir sie in Elektrotechnik brauchen, so eine Fließkomma-Darstellung. Oder das Zei steht da oben, das ist dieses Zeichen da. Was da steht, das heißt scientific, die wissenschaftliche Darstellung. Okay? Manche Taschenrechner sind eingestellt auf Fixpunkt, da steht da um Fix. Ja? Wie stelle ich das um? Man geht auf Shift hier, ja, und verwendet hier Setup. Setup drückt man drauf und da gibt es schon einen Punkt Zahlenformat. Das heißt die Nummer 3, und wenn ich da einstelle, kann ich Fix, Scientific und Norm verwenden. Schauen wir uns an, was fix bedeutet. Fix, jetzt muss ich die Anzahl der Nachkommastellen, stellen, jetzt nur sogar mal 8 von mir aus, ja, und wenn ich jetzt die gleiche Rechnung mache, 12 dividiert durch 100.000, schaut so aus, 0,00012000, wir sehen 8 Nachkommastellen und wir sind immer 8 Nachkommastellen. Das heißt, wenn ich hier 1, 2, 3, 4 noch 4 Nuller dazu, ist der 2 weg. Der 2 ist weg. Ja. Das ist der Grund, warum, und wenn ich nur Nuller dazu, kommt überhaupt Null raus. Ja? Weil das ist so weit hinten, das sehe ich gar nicht. Das ist der Nachteil an diesem Fix, ja? Dass das sich nicht anpasst. Wenn ich das wieder umstellen will, Shift, Setup, Zahlenformat 3, Scientific 2, und das ist jetzt die Nachkommastelle in der Fließkommazahl, das ist jetzt, würde ich sagen, weniger wichtig, da wähle ich halt auch 8, dass wir es gleich machen. Wenn ich die gleiche Rechnung nochmal ausführe, sehen wir, es steht 1,2 mal 10 hoch minus 9. Also das, wir sehen aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, wir sehen wieder 8 Nachkommastellen. Ja, aber die erste ist halt schon die neunte Nachkommastelle eigentlich. Das sagt dieses 10 hoch minus 9 aus. Und so können wir den Taschenrechner zwischen fix und Scientific umstellen. Und in Elektrotechnik werden wir das Scientific verwenden, weil da haben wir Elementarladung von 1,602 mal 10 hoch minus 19 und dieses Epsilon 0 von 8,854 mal 10 hoch minus 12, da haben wir so ganz kleine Zahlen, die können wir mit neuen Nachkommastellen nicht verwenden. Okay? Gut. Also, ich hoffe, damit gedient zu haben. Wiedersehen.